Energiemangel ist eines der häufigsten Probleme heutzutage. Das sehe ich bei uns in der Arztpraxis, aber auch bei Social Media in den Anfragen und vor allem auch bei unseren Akademieteilnehmern. 11 von 10 Patienten berichten über Energiemangel. Und egal wie viel du schläfst, das Problem wird nicht besser. Und vielleicht ist es sogar so, dass deine Familie oder auch deine Freunde mittlerweile schon nicht verstehen, was mit dir los ist, weil sie normalerweise davon ausgehen würden, dass solche Probleme erst bei 70 oder 80-Jährigen auftreten. Aber nein, ich kann dir aus Erfahrung sagen, 40, 30 oder auch schon 20-Jährige oder teilweise auch schon Kinder beklagen genau dieses Problem. Hey und herzlich willkommen zurück auf dem Kanal. Falls du neu hier bist, mein Name ist Timo Osterhaus. Ich bin Arzt und Akademieleiter und auf diesem Kanal sprechen wir über evidenzbasierte Tools und Strategien, die dich dabei unterstützen, dein Leben länger und gesünder zu leben. Glaub mir, ich kenne das Gefühl, nicht jeden Tag energiegeladen zu sein. Egal, ob es während meines Studiums war, während meiner Zeit als Personal Trainer oder auch in meiner Tätigkeit als Arzt, ich habe immer wieder nach Tools und Strategien gesucht, um meine Performance, aber vor allem auch meine Energie punktuell, aber vor allem auch langfristig zu steigern. Und anhand der ganzen Experimente, Supplemente und Co., die ich vor allem erstmal an mir selber erprobt habe, bin ich zu einem ganz klaren Entschluss gekommen. Und zwar, dass die Dinge, die am besten helfen, die Basics sind. Schlaf, Stress, Ernährung, Bewegung und das Thema Mindset bzw. die soziale Isolation. Vielleicht denkst du jetzt, dass du alles das schon kennst und willst deswegen das Video abschalten. Da kann ich dir jetzt aber sagen, an genau dem Punkt war ich auch und habe auch gedacht, schlafen tue ich doch schon, ernähren tue ich mich auch schon, bewegen tue ich mich eigentlich auch schon ein bisschen, mein Mindset ist eigentlich ganz gut. Das heißt, ich habe diese Dinge alle wie auf einer Checkliste abgehakt. Grundlegend hat sich das Problem aber nicht wirklich behoben. Die meisten Menschen sind leider auch auf der Suche nach einer Wunderpille, nach einem Wundersupplement, nach einer Wunderlösung. Schau dir dazu den Film Ohne Limit mal an, denn genau darum geht es in diesem Film auch. Aber den Zahn muss ich dir leider schnell ziehen, denn diese Wunderpille gibt es nicht. Es geht darum, genau die Tools und Strategien, die ich dir jetzt in diesem Video vorstelle, nachhaltig, aber vor allem langfristig in deinen Alltag zu integrieren. Und ganz am Ende vom Video stelle ich dir noch zwei wirkliche medizinische Dinge vor, die du in deinem Blut definitiv testen lassen solltest, um das für dich definitiv als Ursache auszuschließen. Starten wir mit dem Thema Schlaf. Schlaf ist ein so komplexes Thema, dass wir dazu ein ganz einzelnes, separates Video machen könnten. Wir gehen jetzt aber auf die wichtigsten Details für dich ein. Schlaf sollte erstmal roundabout 7 bis 8 Stunden in Summe sein. Und ganz wichtig ist, dass aktuelle Research-Daten zum Beispiel zeigen, dass es schon Daten dafür gibt, dass wir eher dafür gemacht sind, früher aufzustehen. Das heißt, ein Tipp zum Beispiel wäre, 2-3 Stunden früher ins Bett zu gehen. Wenn du natürlich schon gegen 22 Uhr ins Bett gehst, betrifft dich das Ganze natürlich nicht so. Aber wenn du jemand bist, der roundabout 12 oder 1 Uhr ins Bett gehst, 2 Stunden früher ins Bett und einfach 2 Stunden früher raus. Denn für unsere Gesundheit, aber vor allem für das Thema Energie, ist ganz wichtig, dass wir den zirkadianen Rhythmus einhalten. Und ja, es gibt auch verschiedene Modelle, wo es über Eulen und Lerchen geht, die Frühaufsteher, die Spätaufsteher, das gibt es alles. Und du solltest dich natürlich immer nach deiner individuellen Uhr richten. Aber grundlegend ist der zirkadiane Rhythmus extrem wichtig. Das heißt, dass wir jeden Tag zur gleichen Zeit aufstehen, dass wir jeden Tag zur gleichen Zeit ins Bett gehen. Und vor allem ist das Thema Sonnenlicht essentiell. Und was machen die meisten Menschen, wenn sie aufstehen? Sie gehen duschen, machen ihre Morning-Routinen, gehen irgendwie sich die Zähne putzen, sind also die ganze Zeit drin und gehen nicht ins Sonnenlicht. Ein großer Vorteil sind schon Menschen, die sich vor eine Tageslichtlampe setzen. Aber wenn du gerade von Hormonen wie Cortisol, aber vor allem auch von Testosteron und Östrogen Nutzen haben möchtest, dann solltest du auf jeden Fall versuchen, morgens mindestens eine halbe Stunde in die Sonne zu gehen. Und wenn das bedeutet, dass du versuchst, zu Fuß zur Arbeit zu gehen, wenn das möglich ist, oder du versuchst, deinen Tag eben so zu strukturieren, dass du auch morgens etwas Sonnenlicht abbekommst. Grundlegend ein weiteres ganz wichtiges Thema, was ich denke, häufig falsch verstanden wird, ist das Thema Koffein. Denn die meisten Menschen trinken auch so um 15, 16, 17 Uhr noch Koffein.
Koffein hat aber eine Halbwertszeit von ca. 5 bis 8 Stunden. Und das bedeutet, dass nach 5 bis 8 Stunden die Hälfte vom Koffein erst abgebaut ist. Das heißt, wenn du um 12 Uhr mittags zum Beispiel deinen Kaffee trinkst, ist ungefähr um 5 Uhr mittags, wenn wir von der geringsten Zeit ausgehen würden, noch die Hälfte von deinem Koffein in deinem Körper und in deiner Blutbahn drin. Das heißt, nochmal 5 Stunden später, das heißt um 22 Uhr, ist dann noch ein Viertel von dem Koffein drin. Und das war jetzt alles nur anhand dem Beispiel, dass du um 12 Uhr noch Kaffee oder Koffein zu dir nimmst. Das heißt, wenn du das Ganze um 17 Uhr noch machst, ist das natürlich für dein System noch viel schlimmer. Genauso wie Alkohol. Alkohol macht etwas sehr Ähnliches mit unserem System, nämlich hindert es dich daran, in die richtigen, erholsamen Schlafphasen zu kommen. Du schläfst zwar vielleicht schnell ein, aber dein Schlaf ist eben nicht wirklich nachhaltig und vor allem nicht wirklich erholsam. Gerade wenn es darum geht, abends am besten einzuschlafen, ist unser Schlafhormon sehr, sehr wichtig und das nennt sich Melatonin. Und Melatonin kannst du positiv beeinflussen, wenn du ungefähr ab 18, 19 Uhr versuchst, die Lichtquellen von blauem Licht runterzufahren bzw. so gut es geht für dich zu reduzieren. Und das ist evidenzbasierte Wissenschaft, die ganz klar zeigt, dass sich die Schlafqualität dadurch deutlich verbessern lässt. Du kannst natürlich auch ein Supplement wie Melatonin zurückgreifen, aber das sind alles immer nur akute Lösungen, die man langfristig natürlich versuchen sollte, in sein Leben bestmöglich zu integrieren, wenn es darum geht, auf diese Lichtquellen zu verzichten. Der nächste Punkt ist Stress. Stress kann letzten Endes in deinem Leben alles sein. Von schlechter Ernährung über du stehst an der Ampel bis hin in deiner Liebesbeziehung gibt es Stress, du regst dich über deinen Chef auf, alles kann Stress sein. Wir unterteilen Stress in Eu, also in guten, oder in den Dis, den schlechten Stress. Grundlegend machen beide Stressvarianten aber fast den gleichen Hormoncocktail in deinem Körper, denn dein Körper braucht, egal auf welchen Stress er reagieren soll, eine große Menge an Energie und dafür hat er ganz viele Möglichkeiten im Körper, ob das im Darm ist, ob das über den Blutzuckerspiegel ist, ob das über Cortisol ist, ganz viele Tools und Möglichkeiten, um dir diese Energie akut und kurzfristig zur Verfügung zu stellen, nur das ist natürlich nichts Langfristiges. Dadurch, dass wir aber heutzutage sehr häufig mit diesem Stress zu tun haben, ist diese akute Lösung für das chronische und dauerhaft auftretende Problem natürlich etwas, was in unserem Leben und in unserer Gesundheit deutlich zu Problemen führen kann. Das heißt, stell dir eine Frage. In einer Situation, wie zum Beispiel, wenn du an der Ampel stehst, kannst du die Situation ändern? Ist die Situation es wert, dass du dich aufregst, dass du dich stressen lässt? Denn Stress ist unter anderem, nicht immer, aber unter anderem auch eine bewusste Entscheidung, die du in deinem Leben selber treffen kannst. Das heißt, wenn du eine Situation nicht positiv verändern kannst, dann hör ganz einfach auf, dich darüber aufzuregen. Stress hat aber natürlich auch sehr viel mit dem Organ der Nebennierenrinde, sprich mit einem unserer Haupthormone, nämlich dem Cortisol, zu tun. Und Cortisol, das DHEA, Östrogen, Testosteron, das ist ein Riesenkomplex von Hormonen, die wichtig sind in den richtigen Verhältnissen. Und das ist ein sehr, sehr, sehr komplexes Thema. Wenn du dir dazu mehr Input wünschst, dann schreib das sehr, sehr, sehr gerne mal unten in die Kommentare. Das nächste Thema ist Bewegung. Bewegung ist etwas, wo die meisten Menschen denken, wenn ich Sport mache, kennst den Spruch, Sport ist Mord, ist es so, dass das erstmal Energie kostet. Das aber nur ganz kurzfristig gesehen für mehrere Tage, denn dann erhöht sich irgendwann deine Baseline für deine Grundenergie im System. Und Bewegung kann spazierengehen sein, Bewegung kann schwimmen sein, Bewegung kann aber auch aufstehen sein in einem Video. Das heißt, du hast ein Standing Desk, du bewegst dich, alle 60 Minuten stehst du mal auf, du gehst kurz dich eine Runde bewegen, denn du solltest das Organ Muskulatur nutzen. Denn unsere Muskulatur ist nicht nur für Bewegung verantwortlich, sondern kann unter anderem über Myokine, die ausgeschüttet werden, wenn wir Krafttraining oder auch Bewegung häufig ausführen, können diese Myokine dazu führen,
dass wir unser Immunsystem modulieren. Das Ganze kann aber auch Auswirkungen auf unsere Insulinsensibilität haben, auch auf das Thema Entzündung haben. Auch unser Kreislauf wird dadurch besser. Das heißt, Bewegung ist ein essentieller Faktor, wenn es darum geht, dass du deine Gesundheit positiv beeinflussen möchtest, aber vor allem langfristig dein Energielevel anheben möchtest. Und ja, es kann am Anfang durchaus sein, dass du ein gewisses Plateau erstmal überwinden musst, weil du erstmal mehr abgeschlagen davon bist. Aber Bewegung ist ein ganz, ganz essentieller Faktor, den du versuchen solltest, 1 bis 2 Stunden am Tag in deinen Alltag einzubauen. Der nächste Punkt ist das Thema Ernährung. Ernährung ist natürlich ein komplettes Thema für sich, was man in der Ausbildung oder auch in einem kompletten riesengroßen Portfolio an Videos jetzt abbilden könnte. Aber die ganz wichtigen Basics für dich definitiv jetzt hier auch. Und ich glaube, ich brauche es nicht erwähnen, aber Ernährung ist dein Treibstoff. Wenn du einen minderwertigen Treibstoff in dein System führst, dann ist es kein Wunder, dass das, was daraus resultiert, eben auch nicht die höchste Menge an Energie ist oder an Performance ist. Weil dein Körper daraus einfach nicht gut die Dinge und Stoffwechselprozesse, die notwendig sind, um Energie zu produzieren, wirklich effizient ausführen kann. Das heißt, Ernährung ist das A und O. Genügend Flüssigkeit am Tag. Stell dir die Frage, wie viel trinkst du denn wirklich? 2-3 Liter am Tag sollten auf jeden Fall getrunken werden. Das ist natürlich individuell davon abhängig, wie viel du wiegst und wie deine Körpergröße ist. Zweiter Punkt, Zucker. Zucker ist das absolut schlechteste in unserer Ernährung, was wir unserem Körper geben können. Individuell natürlich für Sportler wieder ein bisschen was anderes, aber du solltest versuchen, Zucker ganzheitlich zu vermeiden. Und wenn das bedeutet, dass du auf Süßstoffe zurückgreifen musst, um dadurch besser in deinem Alltag klarzukommen, dann mach das. Es geht ja darum, dass du den Zucker, von dem wir alle wissen, dass es schlecht ist, aus deiner Ernährung so gut es geht versuchst zu verbannen oder wirklich selten auf einfach raffinierten Zucker zurückgreifst. Und dann gibt es natürlich ganz viele Dinge, die sehr individuell sind, wie Gluten und Casein. Dazu müsste man aber erstmal eine große Palette an Tests machen, um zu schauen, ob du wirklich überhaupt erst darauf reagierst, beziehungsweise ob es für dich wirklich einen Unterschied macht. Genauso wie das Thema Supplemente, was irgendwo auch so ein bisschen in das Thema Ernährung mit reingehört, ist ein sehr individuelles Thema. Ich bin der Meinung, dass Vitamin D, Magnesium und Omega-3 die absoluten Basics sind, die jeder Mensch eigentlich zu sich nehmen sollte, weil die Wissenschaft ganz klar zeigt, dass wir einfach diese Mengen bzw. eine gewisse Menge von diesen Dingen überhaupt brauchen. Check dazu auf jeden Fall unsere Videos schon mal. Wir haben schon explizite Detailvideos über diese Supplemente gemacht. Und auch wenn du dir die nationale Verzehrstudie anschaust oder du schaust dir auch einfach die Daten an, die letzten Endes erhoben werden, welche Referenzbereiche erfüllt werden sollten, dann wird dir recht schnell klar, dass das, was auf den Nahrungsergänzungsmitteln hinten drauf steht oder auch das von ganz großen gesellschaftlichen Institutionen in Deutschland empfohlen wird, nicht das ist, was du an und für sich in aller Regel zu dir nehmen solltest, aber das ist ein Thema für sich und wie gesagt ein sehr, sehr individuelles. Das letzte Thema ist das Thema Mindset bzw. in unserer jetzigen Situation sogar auch die soziale Isolation. Man kann das sogar messen über verschiedene Transmitterstoffe wie Interferone zum Beispiel, dass Menschen, die sozial isoliert sind, weniger von diesen Stoffen produzieren und dadurch das Immunsystem nicht effektiv genau ablaufen kann. Aber soziale Interaktion ist etwas, was du auch brauchst. Das heißt, in der heutigen Zeit mit Homeoffice, aber vor allem auch mit Social Media, wo wir zwar irgendwo sozial interagieren, aber das Ganze eigentlich nur mit unserem Handybildschirm tun und nach Aufmerksamkeit lechzen und versuchen, Likes und Follower und all diese Dinge zu generieren, geht es viel mehr dabei, bei dir selber zu sein, Zeit für dich wirklich auch zu investieren. Das heißt auch wirklich mal rauszugehen, das dann auch direkt mit Bewegung zu kombinieren und vielleicht nicht zu machen oder auch wirklich mal zu journalen. Dankbarkeit anzunehmen, für dich selber aufzuschreiben jeden Morgen, was sind die 3 oder 5 wichtigsten Punkte, für die du dankbar bist. Und das können ganz plakative Dinge sein, wie deine Gesundheit oder auch das Essen gestern Abend, das Dach über dem Kopf, ein neues Fahrrad oder die Tatsache, dass du überhaupt die Möglichkeit hast, genügend Sport und Bewegung zu machen. All das sind Dinge, je häufiger du deinen Fokus in diese Richtung shiftest,
desto häufiger wirst du diese Dinge auch wahrnehmen. Wenn du dir ein rotes Auto kaufst, siehst du plötzlich überall rote Autos auf der Straße. Das ist letzten Endes genau das Gleiche, weil deine Aufmerksamkeit dafür einfach viel größer wird. Und das Thema Mindset bzw. soziale Interaktion ist für uns Menschen essentiell wichtig, um langfristig auch wirklich gesund zu sein. Die zwei medizinischen Dinge, über die ich am Anfang gesprochen habe, die du auf jeden Fall in deinem Blut checken lassen solltest, ist vor allem dein Eisenwert, beziehungsweise nicht den Eisenwert an sich, sondern du solltest deinen Ferritinwert messen. Und der sollte so roundabout 100 bis 150 ungefähr sein, denn das ist natürlich individuell davon abhängig, wie groß, wie schwer du bist, ob du ein Mann oder eine Frau bist. Aber grundlegend sind die Referenzbereiche, die wir hier in Deutschland oder teilweise sogar auch weltweit haben, einfach nicht das, was wir brauchen, damit unser Stoffwechsel wirklich adäquat funktionieren kann. Und ein Eisenmangel führt ganz klar auf lange Sicht irgendwann zu einem ganz großen Energiemangel. Und das wäre eine ganz einfache Sache, die du über Ernährung, Supplemente oder auch Infusionen langfristig ausgleichen könntest. Genauso, und das führt letzten Endes zu dem gleichen Problem von Energiemangel, wären Vitamin B12 oder auch Folsäure. Folsäure kannst du theoretisch direkt im Blut messen, Vitamin B12 auch. Der bessere Blutwert, um Vitamin B12 zu bestimmen, wäre aber das Holotranscobalamin. Und das sind zwei Werte, die letzten Endes über verschiedene Vorgänge im Körper genau das Gleiche machen, wie auch ein starker Eisenmangel. Nämlich irgendwann ganz am Ende dann eine Blutarmut, eine Anämie, die dann irgendwann den Energiemangel noch mehr verstärkt. Und das sind Dinge, die du ganz, ganz einfach machen könntest. Gerade wenn du Veganer, Vegetarier bist, kann es sein, dass du langfristig ein Problem mit diesen Blutwerten bekommst. Aber auch alle anderen Menschen, die sich normal ernähren, die aber viel mit Stress und gerade mit den Komponenten zu tun hatten, die wir in diesem Video schon besprochen haben. All diese Leute sollten diese Werte mindestens einmal im Jahr oder alle 2 Jahre kontrollieren lassen, um zu schauen, wo sie sich explizit dort befinden. Abschließend bleibt zu sagen, Medizin ist etwas ganz Individuelles. Und es gibt keine Wunderpille, kein Wundersupplement, keine Wundermethode, die dir von heute auf morgen mehr Energie schenkt. Es gibt natürlich sehr viele Menschen, schau dazu auch gerne mal auf unserem Podcast vorbei, da haben wir schon mal ein Interview zum Thema Chronic Fatigue gemacht. Das ist ein sehr, sehr, sehr individuelles Thema, aber bei den meisten Menschen ist eines der Grundprobleme, eines dieser 5, die wir in diesem Video angesprochen haben. Und wenn du der Meinung bist, irgendwo hast du auch eine Baustelle in einer dieser 5 Punkte, dann versuch das, was wir in diesem Video besprochen haben, sehr gerne in deinen Alltag zu integrieren. Und wenn du Fragen hast, wie immer, schreib das sehr, sehr, sehr gerne in die Kommentare, dann können wir uns dort gemeinsam austauschen. Und wenn du das Gefühl hast, du kennst jemanden, für den dieses Video interessant wäre, dann teile es sehr gerne mit ihm und ansonsten wünsche ich dir einen energievoll und powervoll geladenen Tag. Versuch das Genannte für dich umzusetzen. Bis dahin, dein Timo.